Das böse Wort Rezession macht die Runde in den Handelsszenen amerikanischer Banken und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und Anlass dieses bösen Wortes ist der US-Arbeitsmarktbericht, der heute rauskam. Okay, 151.000 Neustellen, geringer als erwartet. Damit war fast schon zu rechnen. Das war nach den miserablen Konjunkturdaten der USA eigentlich schon ziemlich klar, dass wohl hier keine bombige Überraschung auf der Oberseite zu erwarten sein wird. Aber es gibt eben ein paar unschöne Dinge in dieser Headline-Zahl von 151.000. Erstens, dass 70.000 davon Minimum-Jobs sind, also Kellner, die für Teilzeitjobs hier engagiert wurden oder im Einzelhandel. Das sind also nicht wirklich die Jobs, die den Leuten das Geld bringen. Der zweite Punkt ist der, dass im Januar alleine 500.000 an Amerikanern, an Native Americans ihren Job verloren haben. Das ist eine horrende Zahl und zeigt, dass die Dinge hier nicht wirklich gut laufen. Wer in den letzten Jahren insgesamt Jobs bekommen hat, das waren Ausländer, das waren in der Regel höher qualifizierte Ausländer und das wirft ein Schlaglicht auf die faktische Situation in den USA, auf den Zustand der Konjunktur vor allem, in Hinsicht auf die mehr oder weniger schlecht qualifizierten Arbeitnehmer. All das ist natürlich schon mal ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Stundenlöhne deutlich stärker als gestiegen sind, über 0,5%, erwartet hier nur ein Anstieg von um und bei 0,3%. Das bedeutet wiederum, hier ist mehr Inflation zu fürchten, denn wenn die Löhne nach oben gehen, dann haben die Leute mehr Geld in der Tasche und das geben sie aus und damit steigt eben tendenziell die Inflation. Das ist das eine und das ist unangenehm für die Märkte, denn es bedeutet, dass die Fed möglicherweise, selbst wenn die Konjunktur nicht wirklich so bombig läuft, dann eben gezwungen wäre, die Zinsen anzuheben und das ist etwas Unangenehmes, insofern als wir praktisch dann möglicherweise Nullwachstum haben, aber trotzdem Inflation, das nennt man Stagflation und das wäre so ein ziemliches Horrorszenario für die Märkte. Die Perspektiven trüben sich ein, obwohl die US-Arbeitslosenquote mit 4,9% sogar unter der Erwartung ausgefallen ist, aber man muss bedenken, bei der Zahl der Stellen der Non-Farm Payrolls werden eben Unternehmen gefragt, bei dieser Zahl der Arbeitslosenquote werden Haushalte angerufen und gefragt, wie schaut es aus, hast du einen Job oder eben nicht. Also hier können die Daten durchaus abweichen. Also das ist ziemlich, in der Summe eine ziemlich unangenehme Mischung, muss man ganz klar sagen, und die US-Märkte reagieren entsprechend. Der DAX hat sich besser gehalten und das, obwohl heute die Industrieaufträge in Deutschland deutlich stärker zurückgegangen sind mit minus 0,7%, vor allem die Nachfrage aus der Eurozone schwächt sich ab, aber abschwächen ist das Stichwort. Der Euro schwächte sich heute ab, weil eben nun mit diesen Stundenlöhnen in den USA die Inflationserwartung so ein bisschen nach oben geht und das preisen dann die Fed Funds Futures ein, also die Futures, die die Wahrscheinlichkeit einer nächsten US-Zinsanhebung berechnen, bepreisen sozusagen, und die Wahrscheinlichkeit für die nächste Zinsanhebung im März ist gestiegen auf jetzt 12%. Das hat den Dollar stärker gemacht, aber wird das auf Dauer den Dollar stärker machen, wenn die Aktienmärkte weiter nach unten gehen? Das ist die große Frage. Solche Informationen finden Sie, bevor ich es vergesse, bei finanzmarktwelt.de. Jetzt gehen wir rein in die Charts, gucken, was tut sich, was geht ab, was spielt sich ab. Wir starten mit dem DAX und sehen, der hatte leichte Probleme, nachdem er anfangs noch sehr euphorisch war, weil der Euro gefallen ist. Da ging es nach oben, aber jetzt bekommen die US-Märkte mehr Druck und dem muss dann auch der Euro Tribut zollen, zumal der Euro sich jetzt in den letzten Minuten wieder erholt. Also hier sieht das so aus, als würden wir diese Zone knapp über der 9400er Marke nicht überwinden können, die Zone bei 9475 nicht überwinden können. Wir kommen da einfach nicht drüber. Und solange das nicht gelingt und vor allem auch die 9575er Marke nicht überwunden ist, ist jetzt das Risiko, das muss man klar sagen, eher auf die Unterseite hin orientiert. Schauen wir uns mal die Amerikaner an, da sehen wir hier 16.244, die bekommen Druck. Da ist jetzt 24 sogar, da ist jetzt ein bisschen Druck im Karton und das könnte sich fortsetzen. Die Frage ist, hält hier diese 16.200er Unterstützung, die gestern gehalten hat, auf Future-Basis im Mindesten, sonst droht ein weiterer Abverkauf hier unter die 16.000er Marke. Schauen wir uns mal den Euro an und wir sehen, dass der heute wieder ein neues Verlaufshoch gebildet hatte, deutlich über der 1,12, über der 1,1250 sogar kurzzeitig, nachdem in der Headline die Daten aus den USA, also die reine Stellenzahl, eben schwächer war als erwartet. So richtig kommt er jetzt nicht mehr auf die Füße jetzt im aktuellen Handel, aber
Die Frage ist, wenn die Aktienmärkte weiter nach unten gehen, dann würde das das Risk-Off-Sentiment wieder stärken und das würde dann wiederum den Euro stärken. Schauen wir uns hierzu auch mal Dollar-Yen an. Hier sehen wir zunächst Abverkauf aufgrund der schlechten Stellenzahl, dann wieder der Anstieg, aber jetzt scheint sich das wieder nach unten aufzulösen. Wäre kein gutes Zeichen. Wir sehen eine Erholung auch beim Gold, 1155. Wir sehen einen fast erratischen Handel zwischen 31 und 32 Dollar beim US-Öl. Da kommen nachher die Rig-Counts. Das wird noch von Bedeutung werden. Und was von Bedeutung wird auf jeden Fall am Sonntag, das sind die Daten zu den chinesischen Währungsreserven. Die werden wahrscheinlich dann am Montag gleich richtig den Handel bestimmen. Die Angst ist da, dass die Währungsreserven Chinas noch deutlich stärker geschrumpft sind, also China praktisch gezwungen war, den Yuan zu stützen. Aber das könnte eben in letzter Zeit, nachdem der Yuan jetzt doch deutlich Strecke nach oben macht, respektive der Dollar zum Yuan fällt, könnte in nächster Zeit der Druck ein bisschen genommen werden. Eigentlich ein Positivum für die Märkte. Abschließend noch zwei Aktien, die es heute böse erwischt. Das sind amerikanische Aktien. Wir haben hier LinkedIn, dieses soziale Netzwerk, und sehen hier diesen dramatischen Abverkauf, nachdem die Zahlen enttäuscht haben. Wir machen jetzt über 60 Dollar, fast 70 Dollar ein Gap. Das ist also unglaublich. Und das ist ein Symptom dafür, dass die ehemaligen Highflyer, die praktisch mit KGVs jenseits der Mondgrenze bewertet werden, jetzt langsam Schwierigkeiten bekommen. Und das wiederum ist ein schlechtes Zeichen für die Märkte insgesamt. Ähnliches gilt für Tesla, by the way, der Hersteller der Elektroautos. Wir waren im Januar, Anfang Januar noch bei 240 und jetzt sind wir bei 165. Also hier wird eine Menge ausgepreist. Hier geht das Geld raus, nachdem es jahrelang reingeströmt ist. Aber die Firmen machen überwiegend Verluste, eben wie LinkedIn oder wie im Tesla. Und das ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten, wenn eben dann die übergeordnete Perspektive nicht mehr da ist, dass die USA irgendwie boomen. Und diese Zeit, die scheint echt vorbei zu sein, nachdem wir lange ja die Illusion hatten oder die Märkte die Illusion hatten, dass die USA wunderbar wachsen. Aber die Zeit ist vorbei offenkundig und das dürfte die Märkte unter Druck setzen. Wenn nicht von der Fed jetzt Klartext kommt, nächste Woche wird Janet Yellen Aussagen vor dem Kongress und das wird sicherlich dann nochmal eine wichtige Geschichte. Also Perspektiven jetzt klar eingetrübt, die Märkte wie der DAX, die anfangs ein bisschen Stärke hatten nach den Zahlen aus den USA, die kommen nicht über bestimmte Marken drüber und was nicht steigen will, hat die Tendenz zu fallen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.